Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Sekiro 3. Ja, hier Hauptquest: Ruinen von Azabrak. Finden den versteckten Schrein in Sümpfen und das Herz von Enkaria zu stärken. Wird erledigt. Was sind das, Enten? Das sind hier so, hier, ne? Ja, sind die vier hier in Australien da? Schnabeltiere, weiß nicht so. Jedenfalls kommt jetzt ein Intro, viel Spaß. Wir bitten euch, etwas zu tun, was ihr noch nie getan habt. Bist du sicher? Denn ich habe viel getan und ich meine viel. Es geht um diesen alten Tempel, den wir entdeckt haben, der einen magischen Schrein bewahrt. Natürlich. Wenn die Legenden stimmen, ist dieser Schrein die einzige Hoffnung für Ankaria. Mein magischer Schrein soll angeblich Schnee bringen. Natürlich schneit es bei uns im Norden immer. Tja, nun, während wir mit Zanes Armee beschäftigt waren, kann sich das Herz von Ankaria kaum noch am Leben halten. Und wenn das Herz stirbt? Dann stirbt Ankaria. Aber wenn wir die Energie des Schreins irgendwie aktivieren können, sollte sie das Herz wiederbeleben. Ein Versuch wert. Jetzt seid ihr also in dem Lager, wo wir die Ruinen fanden. Fahrt einfach die Brücke aus und lasst uns diesen Schrein finden. Ah, der perfekte Ort für ein romantisches Rendezvous. Habe ich mir sagen lassen. So, da werden wir hier gespawnt. Wow, das war gerade verwirrend. Geht erstmal fiese Treppen runter. Die Kameraführung war einfach Achterbahn. Wo lang? Ah, hier nicht. Hier ist irgendein Tor, was runtergelassen wird. Vielleicht geht es dann gleich da lang. Werden wir sehen. Ich weiß, dass es hier ganz schön ist, aber ihr müsst einen Hebel betätigen, um die Brücke auszufahren. Die Brücke schützt das Lager vor wilden Tieren. Bleibt also wachsam. Aha. Das heißt, jetzt werden mir wilde Tiere entgegenkommen. Yippie! Boah, diese Steuerung, dass man nicht einfach da drüber rollen kann. So lange hat es noch nie und gedauert. Und hier endet unser friedvolles Zwischenspiel. Die sehen nicht wie wilde Tiere aus. Ich weiß nicht, was wir hier vor uns haben. K.O. Okay, 624. Da geht hier noch mehr, wie wir wissen. 811, 822, irgendwie sowas hab ich ja eben. Das gehört in der letzten Folge. Wow. Oh. Da hab ich schon so eine große Reichweite. Eine Zähne, die sind Windstoß drauf. Beachtlich. Da, wo es jetzt wieder. Die Ruinen, genau nach Plan. Ein gutes Gefühl bei der Sache. Leben kostet die Haltet nur die Augen offen. Fallen, okay? Fallen. Oh mein Gott, wenn das Fallen sind, wo ich überlebe, geht das. Aber wenn das Fallen sind, wo ich nicht überlebe. Hier pfeift es. Neben komme ich wahrscheinlich auch nicht hin. Bin ich jetzt. Oh ja, hier ist ein blöder Stein im Weg, natürlich. Mann, ey, ein bisschen zu langsam. Jetzt seid ihr also in dem Lager, wo wir die Ruinen fanden. Fahrt einfach die Brücke aus und lasst uns diesen Schrein finden. Diese verkackte Falle. Der perfekte Ort für ein romantisches Rendezvous. Hier so einfach. Habe ich mir sagen lassen. Und dann kommen da so blöde Fallen, wo man einfach direkt instant verreckt. Das ist doch echt nicht wahr. Ja, hier oben geht's weiter. Das hätten sie wenigstens auflassen können. Jetzt. Nein, das wird quasi neu geladen. Die Brücke schützt das Lager vor wilden Tieren. Bleibt also wachsam. Ja, vor das war ja easy. Und hier endet unser friedvolles Zwischenspiel. So, jetzt direkt hier drauf. Ja, es ist schon easy.
sehen nicht wie wilde Tiere aus. Ich weiß nicht, was wir hier vor uns haben. Gefällt mir. Es geht mir auf jeden Fall auf den Sack, dass ich den Scheiß jetzt hier nochmal mache. Das ist zwar nicht viel, aber... Das gefällt mir. 4 Hits, ne? Dann ist er platt. Ist irgendwas um die 1000 Tonnen Leben. Die Ruinen. Genau nach Plan. Hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Haltet nur die Augen offen wegen der Fallen, okay? Meine Mutter hat mir vor dem Einschlafen immer Geschichten über diese Ruinen erzählt. Und dann habe ich von Schätzen geträumt, die hinter den Mauern versteckt sind. Interagieren. Aufgepasst! Am Rad drehen. Das Rad hat eine Säule angehoben. Mach das nochmal. Und wie ist das? Noch einmal! Seht ihr? Die Säulen bilden einen Weg. Ihr habt es bald geschafft. Das gefällt mir. So, jetzt muss ich wieder hier runter, ne? Da fließt Blut am Boden, ne? Geht's da oben lang oder hier runter? Es geht da oben lang. So, wir haben alles voll, wir können hochgehen. Okay, das war schlecht. Das war knapp. Ich will auch nicht wissen, ob ich da verreckt wäre. Wahrscheinlich schon, wenn hier ein Speicherpunkt ist. Der Tempelgarten. Das ist die Stelle, wo meine Mutter immer die irre Pflanze gespielt und versucht hat, mich zu fressen. Tja. Ist jetzt irgendwie nicht so lustig. Tja, nun, ich will euch ja keinen Druck machen, aber meine Mutter sagt, dass nur Würdige den Ausweg finden können. Wenn ihr es nicht schafft, dann ist Ancarius Schicksal besiegelt. Der Alte bricht den Schlüssel in Stücke-Trick. Aber ihr seid schlau genug, um herauszufinden, wie ihr das hinbekommt. Oh, Baby. Ich bin ein Frosch. Hier ist die Tür. Sehr gut, das heißt, ich muss da woanders hin. Da schon. So. Ach, Baby. Was, hier war kein Schlüssel? Oh, ich hab's nicht geöffnet, ich war so schlecht. Einfach alle Plattrolle. So. Wo ist denn der dritte Teil? Der vierte Teil jetzt. Ich wusste, dass ihr würdig genug seid, den Ausweg aus dem Garten zu finden. Ah, jetzt war schnell zur Tür und dann geht's schon weiter. Keinen dran verwenden, zum Glück. Safe-Punkt, hier hin. Was? Lass dich nicht so feiern für die Tür.
Monster. Fällt mir da was auf. Großes Monster. Aber nicht so groß wie mein Herz. Ich habe einfach die Hefte. Ach, Baby. Gefällt mir. So, links runter, rechts runter. Boah, ja natürlich bleibe ich erstmal stehen. Nein, hier gibt es nichts Besonderes, einfach nur symmetrisch aufgebaut. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie es hier früher ausgesehen hat? Ja, besser. Nein, nein. Wir müssen uns auf die Rettung des Herzens konzentrieren. Fuck you. Oh, mein Kopf fängt an weh zu tun. Jetzt bin ich wegen dieser kackten Folie hingerannt, wenn ich deswegen sterbe. Ich stehe einfach da und dann kommen die Dinger raus und ich rechne nicht damit. Oh, fuck, das war schon knapp, wenn ich da ist. Ich spüre, dass mit der Decke irgendwas nicht stimmt. No, ich sehe es schon. Wie dämlich, ey. Licht den Stein ausweichen, roll mich rein. Das wird schwer. Großes Monster, aber nicht so groß wie mein Herz. Sahnetörtchen! Sahnetörtchen, ja. Geht's weiter, ihr wisst ja schon, habt ihr ja eben gesehen. Das war jetzt blöd, ne? Vor allem ich glaube, könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie es hier früher ausgesehen hat? Und, nein, nein, nein. Wir müssen uns auf die Rettung des Herzens konzentrieren. Ja. Oh, mein Kopf fängt an weh zu tun. Ich spüre, dass mit der Decke irgendwas nicht stimmt. Vielen Dank, Aria. Das war blöd. Wenn ich da gewesen wäre, wäre der Stein nicht... Okay, das ist schwer. Hätte der Stein mich ja platt gehauen und dann hätte ich in der nächsten Phase wäre ich dabei. Großes Monster, aber nicht so groß wie mein Herz. Das ist auch wieder schnell platt hier. Noch einmal! Was wird denn 480? Das war. Ach, war ich nicht viel früher platt bevor. Ohne Scheiße. So, jetzt wieder hier runter schnell, das ist ja alles easy, aber dann. Oh. Das kann sein, dass ich da echt jetzt noch ein bisschen öfter so ein Verreck. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie es hier ist? Doof, dass man hier nicht manuell speichern kann. Nein, nein, nein. Wir müssen uns auf die Rettung des Herzens konzentrieren. Entweder treffen die Dinger einfach nur schlecht oder die machen einfach gar keinen Damage. Mein Kopf fängt an weh zu tun. Ich spüre, dass mit der Decke irgendwas nicht stimmt. Vielen Dank, Arne. Ist mir nicht aufgefallen, weil ich damit beschäftigt bin, nicht zu sterben. Ja, man dürfte nicht über die Mitte gehen, aber am Rand habe ich es geschafft. War auch noch Glück dabei. Fuck off. Wollt ihr mich verarschen? Bleibe ich denn überhaupt da stehen? Och, nö. Natürlich ohne Safe-Punkt dazwischen, ey. Aber nicht so groß wie mein Herz. Ach ja, renn mich doch direkt beim Haufen. Hure, ey. Das geht mir auf den Sack. Das geht mir so richtig auf den Sack. Okay.
Ja, komm, schaff's da ein bisschen dran. Oh mein Gott. Ah, wieder hier runterrollen. Die ganze Zeit roll. Na komm, unsichtbare Wand, verschwinde. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie es hier früher ausgesehen hat? Ja. Nein. Wir müssen uns auf die Rettung des Herzens konzentrieren. Oh mein Gott, ey, ich fasse die Kirche aus. Oh, mein Kopf fängt an weh zu tun. Ich spüre, dass mit der Decke irgendwas nicht stimmt. Vielen Dank, Arya. Ist mir nicht aufgefallen, weil ich damit beschäftigt bin. Oh, fuck, wie habe ich das denn gerade überlebt? Hier geht's auch lang. Ich frag mich, wenn ich daneben Zwischenstopp einlege, ob das klappt. Egal, ich hab's überlebt. Ihr habt es unverletzt hinausgeschafft. Fast. Ist hier kein Safe Point? Wollt ihr mich verarschen? Das Tor! Genau wie meine Mutter es beschrieben hat. Nur jene mit innerer Stärke können es öffnen. Oder jene, die wissen, wie man es auflädt. Ja! Sehr gut. Jetzt nur noch ein kleiner Spaziergang durch den Sumpf. Dann solltet ihr den Schrein sehen können. Überall im Garten krabbeln kleine Insekten. Haben sie wirklich gedacht, dass sie nicht gesehen werden? Sehen? Jetzt haben wir ein Problem. Warum? Hey, jetzt habe ich das gerade überlebt. Das wäre doch kacke gewesen. Ich gucke jetzt auch gar nicht, ob hier noch irgendwo Truhen sind. Das geht so. Folgt meinem Licht. Luftangriffe gehören nicht zur Tempelverteidigung. Das stinkt nach Seen. Der Sumpf ist unerbittlich. Er schluckt alles. Die Lebenden, die Toten, sogar die Helden. Das Licht, das Feuer. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber ich bin in Stimmung für eine kleine Romanze. Ich tue, was ich kann. Oh. Alter. Tut mir leid. Das Herz schreit vor Schmerzen. Bitte beeilt euch. Ich habe keine Ahnung, wie ich den gehen kann. Diese Luftangriffe. Hilfe! Kann ich mich verarschen? Feuer brennt, aber kaltes Eisen zerstört. Was sagt er? Ach, die Legion des Staubs. Sie darf euch nicht davon abhalten, den Schrein zu erreichen. Alter, das ist jetzt ganz schön schwer gewesen eben. Heiß! Was mit dem Feuer dürfte ich nochmal machen? Sahnetörtchen! Sahnetörtchen. Der Schrein. Ah, ah,
Gerade noch rechtzeitig. Ja, was passiert jetzt hier? Oha. Los, geht rein! Wenn Kinder an die Mythen glauben, die ihre Mütter ihnen erzählen, dann bezahlt ein armes Dorf den Preis dafür. Es sei denn, sie kehren um. Niemals! Au! So, schauen wir mal, was passiert. Die Kinder sind gekommen, um ihre Überraschung abzuholen. Septik. Septik hat eine besondere Gabe für Verwüstung. Endlich! Erst bekomme ich sein Kopf und dann deinen Kopf! Ach, Safe! Das Herz ist... Ich halte es nicht mehr aus. Wenn Septik zwischen euch und dem Schrein steht, dann geht durch ihn hindurch. Ihr werdet mich niemals überwältigen, wenn ich im Dunst eines Gottes stehe. Ziemlich sicher meinst du die Gunst eines Gottes. Und sehen ein Gott? Nicht einmal annähernd. Ja, er sieht fast so übel aus, wie ich mich fühle. Nein, es ist noch nicht vorüber. Ich kann für Zane noch immer einen Sieg ausbringen. Du bist tot. Zack, Septik ist tot. Das gefällt mir. Jupp. Zitadellenwächter Level 4. Verwende ich nicht, deswegen irrelevant. Oh, viel, viel besser. Die Geister des Schreins helfen uns. Ich spüre schon, wie das Herz heilt. Stück für Stück. Es ist ein häufiger Fehler im Leben. Träume mit... Septik ist tot. So, geschafft. Kein Level up, doch jetzt. Stimmt, war ich doch in-game schon, ne? So, ihr seht, hier kommt nicht mehr so viel. Bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Dann ciao.